Das ist mein Ticket in die Freiheit, muss ich dir offen und ehrlich sagen. Ich fühle mich hervorragend. Ich kann bei meiner Familie sein, ich kann von überall aus arbeiten. Ich sage nur noch mit der Zeit, nein, das kommt alles. Das ist nur dranbleiben, dranbleiben und dranbleiben. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Lange ist es her, dass wir uns gemeldet haben. Wir waren im Urlaub, wir haben entspannt und hatten einige Sachen zu tun. Es kommt natürlich jetzt viel auf euch zu. Wir haben einen neuen Indikator kreiert und natürlich neue Trader ausgebildet, die natürlich erfolgreich sich Geld auszahlen. Das braucht natürlich Zeit. Da haben wir nicht so viel Zeit für so einen Humbug auf YouTube oder irgendwelche Pranks. Nichtsdestotrotz habe ich jemanden mitgebracht diesmal. Natapol Braun aus Zürich. Natapol oder auch Natta genannt. Möchtest du dich kurz mal vorstellen und dann gehen wir in die Fragerunde? Ja, okay. Ich bin Nata, 28 Jahre alt. Ich komme aus Zürich, gebürtiger Thailänder. Und ich trade jetzt seit Anfangs Corona. Also bin ich in der. Zwei, drei Jahre jetzt. Genau. Was hat dich zum Trading gebracht? Das härteste Geschäft und das lukrativste Geschäft der Welt. Warum? Zuerst durch einen Freund, der hat immer in Aktien investiert. Und dann habe ich ihn gefragt, du, was machst du da? Dann hat er mir den Link von dir geschickt. Und, so fing es an. Also ich habe dir geschrieben und ich war überrascht, dass ich so schnell eine Antwort bekommen habe. Und also durch dich und mein Freund kam ich zum Traden. Okay. Naja, jetzt hat es ein paar Jahre gedauert. Da müssen wir ein bisschen nachhaken. Was ist passiert? Also ich kann ja kurz mal zusammenfassen. Ausbildung bei mir gemacht, irgendwo verstanden, irgendwo nicht. Höhen und Tiefen, Höhen und Tiefen, Höhen und Tiefen. Natürlich, die gehören im Leben dazu. Ich glaube, jeder würde lügen, wenn er sagen würde, er hat noch nie Verluste gemacht oder Verluste gehören nicht dazu. Ich glaube, das ist der normale Standard. Also können wir uns darauf einigen. Genau, aber du hattest ja wirklich eine lange Zeit einfach wirklich viele Verluste getätigt. Was heißt nicht viel? Viel ist auch wieder relativ, ja. Kann man so und so sehen. Wir können ja auch gleich, damit keiner sagt, wieder, wir bilden uns jetzt die Gewinne ein, können wir gleich deine ganzen Urkunden, deine ganzen Auszahlungen über die FTM auch hier einblenden, damit natürlich keiner nachher erzählt, wir denken uns die Geschichten aus. Und jetzt holst du dir Stück für Stück dein Geld wieder. Teilweise bist auch bald wieder im Profit. Erkläre mir, was hat da Klick gemacht? Was ist jetzt der Unterschied? Weil ich glaube, die Leute wissen bereits, okay, es gibt Risikomanagement, es gibt einen bestimmten strategischen Ansatz, man muss ein gewisses Fundamentalwissen haben, man muss grundsätzlich einfach wissen, was man tut. Ich glaube, das ist ja überall so. Aber was hat bei dir da oben Klick gemacht, dass du sagen kannst, ich zahle mir 20.000 Euro aus in 2 Wochen, aber es hat 2 Jahre nicht funktioniert? Obwohl wir dir ja alles beigebracht haben. Es gab ja Leute, die haben 3 Monate gebraucht und sich 6-stellig ausgezahlt. Warum hat Natter 3 Jahre gebraucht? 2 Jahre oder 2,5 Jahre. Woran lag es? Und ich glaube, das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, der sehr viele Leute da draußen interessiert. Es lag daran, dass ich eben meine Emotionen nicht im Griff bekommen habe. Und das einfachste Mittel ist die Kontinuität. Also ich fiel etwa 100 Mal, fiel ich, und ich stand immer wieder auf. Ich gab nicht auf. Du hast mich ja begleitet von Anfang an bis jetzt. Und das Treffen mit dir hat mir noch mehr Motivation gegeben, hat mir Ehrgeiz gegeben, die Community. Ich sehe, wie die Leute auszahlen, Leaderboard. Und ich dachte, ey, wenn die das können, kann ich das auch. Aber ich glaube, der springende Punkt ist ja wirklich, ich glaube, da wirst du mir zustimmen, ist dieses Dranbleiben, dieses nicht sofort aufgeben. Und deswegen sage ich, es ist halt einer der härtesten Geschäfte, weil im Trading, du hast nun mal niemanden, der dahinter steht und sagt, du, Natter, magst du nicht vielleicht weitermachen? Natter, magst du nicht vielleicht nochmal starten? Vielleicht gucken, dass du da und da Fehler gemacht hast. Es ist halt ein Geschäft, wo du dich tagtäglich selber motivieren musst. Und du musst halt auch mit Totalverlust mal auch umgehen können. Das ist normal. Ich möchte das auch klarstellen. Ein Trader ist nicht schlecht, wenn er mal ein Konto verliert. Der ist dann nicht schlecht. Das ist dann kein schlechter Mensch. Das ist niemand, der geschäftlich unfähig ist. Im ganzen Gegenteil. Er hat sich diese Herausforderung gestellt und hat dann verloren. Und ich finde das immer natürlich vor allem in der Dachregion immer so dieses, naja, er hat verloren. Ja, und? Was hast du denn verloren, sage ich immer. Was hast du denn gemacht?
Hast du auch verloren oder standest du nur am Seitenrand und hast gesagt, er hat verloren? Und ich glaube, diese Mentalität verunsichert auch manchmal, weil so eine Freunde hat man ja natürlich auch im Freundeskreis, die einen natürlich dann auch in Frage stellen. Also du sagst, Risikomanagement war sozusagen der Schlüssel. Gab es ein Tool, gab es irgendwas von deiner Seite, was dich nochmal irgendwie auf eine Art und Weise, ja, wie soll ich das sagen, dein Denken verändert hat oder gab es einen Schlüsselmoment, weil... Ich meine, Emotionen, darüber sprechen wir seit Tag ein, Tag aus, also seit jeher. Was für mich interessiert einfach, was war dieser, also war es jetzt das Treffen mit uns gemeinsam irgendwie in Berlin? Wir haben uns ja auch nochmal in Bangkok getroffen oder was war dieses Ausschlaggebende? Weil irgendwo muss ja was passiert sein, weil du wusstest das ja. Und jetzt sehe ich zum Beispiel bei dir, du verlierst immer noch einen an einigen Tagen, aber an einigen Tagen, dann holst du dir wieder dein Geld zurück. Aber ich sehe, wie du gesagt hast, eine gewisse Kontinuität. Es ist nicht mehr dieses, ich verliere an einem Tag 10.000 und dann am nächsten Tag gewinne ich 30. Weil das hat ja nichts mit Kontinuität zu tun. Aber was ist da passiert? Erklär es mir. Ich meine, an einem Treffen kann es ja nicht gewesen sein. Woran Aber lag es? das ist das gesamte Paket, das, was ihr mir gegeben habt und der neue Indikator Release. So findest du Trades mit unserem Trading-Indikator. Der hat mir auch nochmal, sagen wir, 50% Mehrwert gegeben, weil ich sehe die Orderblöcke, ich sehe meine Einstiege, ich sehe, wann ich einsteigen soll, ich sehe mein Stop-Loss. Ich bin ein, sagen wir, risikohafter Trader, aber ich weiß ganz genau, ich darf so und so viel, wenn ich drüber bin, ist fertig. Ja. Es gibt Tage, die ich, sagen wir, anstatt 2000 im Verlust, bin ich halt 3000. Aber das gehört zum Game. Also das Das gehört zu meiner ist normal. Entwicklung. Das ist Aber normal. Das möchte ich auch nochmal klarstellen. Also ich meine, Verluste gehören zum Trading dazu. Es gibt da draußen, also egal was wird behauptet, ich meine, viele Leute gucken auch auf diese Trefferquote. Diese Trefferquote ist unwichtig. Wenn das Risiko nicht stimmt, ist die Trefferquote unwichtig. Wichtig ist am Ende des Tages, dass das Risiko stimmt. Das heißt, du kannst noch so oft richtig liegen. Wenn du mit einem Trade so falsch liegst und den Stop-Loss unendlich erweiterst, dann verlierst du halt großartig. Und dann bringt dir deine große Trefferquote auch nichts. Deshalb, also du sagst, der Indikator hat dir irgendwo auch geholfen, eine gewisse Range oder zumindest mal einen gewissen Rahmen zu kreieren, der dir dabei hilft, einfach zu wissen, bis wohin kann ich und was darf ich. Genau. Zum Beispiel der Indikator ist sehr gut, indem ich hatte früher Zonen eingezeichnet und ich ging blind rein, also ohne Bestätigung nichts. Und jetzt warte ich, sagen wir, 15 Minuten länger, bis es einen Orderblock generiert und erst dann steige ich höher ein. Und ich sehe ganz genau, er macht alles automatisch. Natürlich, Also machen wir uns nichts vor. Und ich habe das schon mehrmals gesagt, künstliche Intelligenz wird sowieso am Ende des Tages, vor allem auch in der Trading-Branche, sehr stark dominieren. Keiner kann mir erzählen, dass er daran wirklich glaubt, dass er in 10 oder 15 Jahren alleine am Bildschirm sitzt und tradet. Das wird es so nicht mehr in der Form geben. Kann ich mal kurz zusammenfassen, einfach mal so für die Community. Du sagst also, es ist eine Kombination so ein bisschen aus Indikator, ein bisschen auch verstanden zu haben, ey, Geld gibt es jeden Tag an der Börse zu verdienen. Es ist die Kombination aus, wir haben uns getroffen und die Community, die dich natürlich auch irgendwie ständig motiviert hat, vor allem mit anderen Auszahlungen und, wo du dir die Frage gestellt hast oder gesagt hast, hey, Moment mal, wenn die das können, kann ich das auch. Ist das vielleicht so zusammengefasst richtig? ja, das stimmt. Meine andere Frage, wie verändert jetzt diese Auszahlungen? Ich meine, das ist ja nicht wenig Geld, 20.000 Euro in 2 Wochen. Wie fühlt man sich da? Was verändert sich da in einem? Ich weiß, natürlich wirst du jetzt sagen, ja, nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt, aber was fühlt ein Natter? Ich meine, ich weiß, du bist jetzt im Ausland, müssen jetzt auch nicht genau sagen, wo du bist, aber was macht dich da, was ist jetzt der Unterschied? Was ist der Unterschied jetzt zu wissen, ey, ich sitze irgendwo am Strand, gehe ab und zu mal ins Hotelzimmer oder in die Villa, zu den Eröffnungen, trade 2, 3 Stunden und hole mir sozusagen mein Taschengeld für die Familie und die Miete. Und ich möchte ganz klar eine Sache bitte betonen. Wir sitzen nicht am Strand und verdienen 20.000 Euro. Dahinter steckt harte Arbeit. Ja, das möchte ich auch nochmal klarstellen, weil viele denken, dann hast du das Handy irgendwie in der Hand, machst gar keine Analyse, guckst nirgendwo nach und sitzt bei 30 Grad irgendwie, was weiß ich, auf einer Insel und das Geld kommt geregnet.
Das ist natürlich nicht der Fall, sondern man muss sich schon mit der Materie auseinandersetzen. Aber jetzt die Frage, wie verändert das dein Leben? Das ist mein Ticket in die Freiheit, muss ich dir offen und ehrlich sagen. Das ist Wie fühlst das du dich Beste. denn? Wie fühlst du dich? Ich Wenn du fühle stehst hier morgens auf, wie fühlst du dich? Wenn du weißt, du kannst 1000 Euro an einem Tag verdienen und das mit moderatem Risiko. mich hervorragend. Ich kann bei meiner Familie sein, ich kann von überall aus arbeiten. Ich sage nur noch mit der Zeit und dann ist das alles automatisiert. Dann muss ich nicht mehr mit mir Gedanken machen, oh, verliere ich mein Konto, oh, dies. Nein, das kommt alles. Das ist nur dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Das ist halt so, das ist worauf, also warum ich auch das Interview unbedingt mit dir wollte, war einfach, du bist so das Paradebeispiel von, du kannst verlieren, du kannst lange Zeit verlieren, aber wenn du dranbleibst und wenn du dein Wissen weiterentwickelst und dranbleibst und dranbleibst, und machen wir uns nichts vor, bei dir wirklich, du bist das Paradebeispiel eigentlich dafür, dass du konntest es eigentlich im Vorfeld, bei dir hat es irgendwo nur Klick gebraucht. Du musst es verstehen, es geht nicht um den großen Gewinn an einem Tag, sondern es geht um die Kontinuität. Weil wenn ich zum Beispiel 2000 Euro mache pro Tag oder 2500 Euro mache pro Tag, verdiene ich mehr als der gesamte Durchschnitt und gehöre zur Elite weltweit. So, und das muss man ja erstmal nachmachen können. Das kann ja nicht jeder nachmachen. So, es gibt Leute, die gehen, und ich sage dir das aus Deutschland, ich weiß, du kommst aus der Schweiz, aber ich sage dir, es gibt Leute in Deutschland, die gehen ein gesamtes Jahr netto für 20.000 Euro arbeiten. Ein gesamtes Jahr. Und du machst das in 2 Wochen. Das soll nicht heißen, dass es leicht ist, ja, um Gottes Willen. Aber ich will nur einfach damit vermitteln, es ist möglich. Es ist möglich mit viel Wissen. Und warum ich, wie gesagt, das Interview mit dir wollte, ich wollte einfach den Leuten zeigen, da draußen gibt es eine Person, die hat 2,5 Jahre bei uns verbracht, gemacht, getan, gekommen, gegangen, Höhen und Tiefen. Und am Ende treffen wir uns auf eine genüssliche Shisha, ja, oder auf ein Steak oder weiß der Kuckuck was in Bangkok. Und denke mir so, wie lustig. Davor haben wir uns in Berlin gesehen, davor haben wir uns in der, ja, also an der Grenze von der Schweiz gesehen. Und das ist eine Story. Das ist eine Story für sich. Und da sage ich persönlich immer, you never know. Ja, man weiß es nie, wann sich auch die Wege kreuzen. Ich kann nur sagen, ich habe einen neuen Freund dazu gewonnen. Du bist ja auch nicht mal mehr nur ein Schüler oder ein Kunde, du bist ein Freund geworden. Warum? Weil uns verbindet ja viel gemeinsam mittlerweile. Nicht nur das Reisen, auch natürlich das Traden und vor allem das Vorankommen wollen. Natter, gibt es irgendwas, was du den Leuten da draußen sagen möchtest? Weil, guck mal, für mich ist eigentlich, ich will gar nicht dieses Interview in die Länge ziehen, weil für mich ist eigentlich alles schon gesagt, dass ein Typ 2,5 Jahre arbeitet, macht und tut und zurückkommt und so ein Ergebnis liefert und dann einige Leute nach 4 Monaten oder 3 Monaten sagen so, ja, ist nichts für mich. Ja, was ist so dein Fazit von dem Ganzen? Mein Fazit ist, bleibt und steht, bleibt dran, gebt nicht auf, macht weiter. Ich habe schon zig Konten verloren. Ich kann das mal dir alles schicken, wenn du willst. Ey, das Geld. Ich habe es ja mit eigenen Augen gesehen. Ich hätte ja sonst nicht den einleitenden Satz gesagt, du holst dir dein Geld erstmal wieder. Ja, Ja, das das muss man ja auch erstmal hinzufügen. Und man muss auch sagen, wirklich, in vielen, vielen Hinsichten muss man jetzt einfach hinzufügen, bist du auch wirklich selber schuld, einfach aus Giergründen. Weil so oft standest du wirklich kurz davor und dann dachte ich mir, ey, der Typ schafft es jetzt. Und dann hast du es versemmelt. Aber nicht weil du es nicht konntest. Das war ja, weißt du, das war ja immer wirklich das Problem, was ich hatte. Ich wusste nicht, wie soll ich diesem Typen helfen? Bis als du mal gesagt hast, ey, können wir uns mal treffen? Und dann habe ich gesagt, ja, komm, lass treffen. So, dass das jetzt so einen Effekt hatte, vielleicht auch emotional. Jeder hat ja einen anderen Trigger. Aber dass man dann am Ende des Tages sagen kann, ey, der Typ zahlt sich jetzt innerhalb von 2 Wochen. Und das ist echt kein Zufall. Es ist nicht so, dass ich möchte ich auch nochmal klarstellen. Man kann das ja vielleicht, stellen wir das auch mal dar. Es ist nicht so, dass er mit einem Trade 20.000 Euro verdient hat, sondern es ist wirklich Stück für Stück passiert, damit jeder natürlich jetzt nicht irgendwie sagen kann, ja, One-Time-Wonder, da hat er einmal einen Trade gemacht und dann kam es. Nein, nein, so war das nicht, sondern es ist wirklich über Zeit entstanden. Wichtig für mich ist halt nur einfach klarzustellen, es ist möglich. Die Gegebenheiten waren, glaube ich, meiner Meinung nach auch noch nie einfacher als jemals zuvor. Ich glaube, das ist, wir sind in einer Zeit, wo es nie einfacher war, Geld zu verdienen online als jetzt. Ja? Und du bist dafür der lebende Beweis. Natter, möchtest du der Community, möchtest du den Leuten noch irgendwas sagen? Nein, wenn ich investiert in eure Zukunft, anstatt irgendein Handy oder irgendwas zu kaufen, macht lieber die Akademie, die Ausbildung, weil ohne die Ausbildung nützt euch der Indikator oder irgendwas nicht. Auch die Signale nützen nicht, wenn ihr euch nicht selber ausbildet. Ja, ich glaube, das steht außer Frage. Ich glaube,
Es ist leider so, Das wissen viele nicht. Die ja, denken, na ja, natürlich und machen wir uns nichts vor. Ich hier meine, rein. wir sind ja jetzt keine aktiven Verkäufer und sagen zu den Leuten, kommt bitte in unsere Ausbildung oder sonst was. Das kann ja jeder machen, wie er möchte. Was für mich immer sehr, sehr wichtig ist, unabhängig von unserer Ausbildung oder von irgendwelchen Ausbildungen, Trading funktioniert halt nur mit einer gewissen Basis. Das heißt, ich brauche Wissen. Genauso wie das Autofahren, genauso wie das Kochen und so weiter und so fort. Du kannst dich nicht einfach irgendwo hinstellen und dann mal gucken, wie das Wetter ist, ja, und kurz mal den Finger in die Luft heben und schauen, wie der Wind steht. Es funktioniert nicht. Das Geld, was sagte einmal einer meiner Mentoren? Er sagte, Geld wirst du eh verlieren, wenn du keinen Mentor hast oder wenn du niemanden hast, der es dir mal gezeigt hast oder wenn du es nicht gelernt hast. Das heißt, das Geld wirst du eh verlieren. Also sei dir da im Klaren mit Indikator, Signale kopieren oder sonst was. Aber wie gesagt, du bist der lebende Beweis dafür, dass es funktioniert unter Umständen, unter bestimmten Umständen, wo man dran bleibt. Und deshalb wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und wir sehen uns bestimmt jetzt demnächst wieder auf ein gutes Steak gemeinsam. Natter, ich Ja. danke dir für dieses Interview, mein Lieber. Bleib gesund und vor allem hören wir uns und abonniert den Kanal. Es gibt jetzt demnächst wieder einige Interviews von Leuten, die natürlich ordentlich abgeräumt haben. Bis dahin.